in diesem Video. Sehen wir eine große Fahne, geht Dirk vor, wird es einfach nur riesig und macht eine auf Italiener. Schönen guten Morgen, Kai hier von Travel Camping Living. Mit Sonnenbrille auf und immer noch im wunderschönen Rumänien. Das Wetter, wieder mal der Burner heute Morgen. Sonnig und warm. Ich könnte mich tatsächlich dran gewöhnen, wenn es über Tag nicht immer so richtig heiß würde. Location und Temperatur im Schatten würden eigentlich anbieten, hier erstmal gemütlich zu frühstücken, den Schatten zu genießen, bis er weg ist und dann abhauen. Aber in meinem Leichtsinn habe ich gesagt, Abfahrt heute 9 Uhr und es ist, glaube schon kurz nach 9. Deswegen machen wir jetzt den Abflug, fahren ungefähr 1,5 Stunden und sind dann da, wo man besser nicht an den Wänden leckt. Ein Riesenrad in einer Höhle steht und man vor Glatteis keine Angst haben muss. Und wenn euch das neugierig gemacht hat, dann steigt doch ein, kommt mit, wir jagen los. 9.06 Uhr, wir rollen los. Erstmal drehen. Schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Bin gespannt auf die Höhle, auf das Bergwerk. Wir fahren jetzt praktisch die gleiche Strecke zurück, die wir gestern Abend hier angefahren sind. Also links, rechts, hoch, runter. Bis wir irgendwann auf eine Strecke treffen, die recht geradeaus ist und nach Autobahn aussieht oder sowas ähnlichem. Einmal mittig durch die Stadt Tur da, dann geht's den Berg hoch und wieder runter. Und jetzt rollen wir auf die Saline, auf das Bergwerk zu. Hier wird schon lange Salz gewonnen. Geparkt, wird schon wieder warm, ab in den Untergrund. Dirk, dein Dachfenster ist auf. Hast es gern kalt im Van. Was er dann wohl macht, wenn es nachher anfängt zu regnen. Und er in der Mine steckt. Guck, es tröpfelt schon. Ich würde mal sagen, das Ganze bisher nicht übermäßig voll. Eingangsbereich des Centers. Hunde sind hier nicht erlaubt. Dirks aber schon. Aber nur wenn er nicht bellt, sonst schick ihn zurück ins Auto. Also die Sache ist die, wir dürfen nicht mit den Kameras filmen da unten. Das ist ziemlich scheiße. Man darf mit dem Handy filmen, was überhaupt keinen Sinn macht. Also wir gehen jetzt trotzdem runter. Es wird mit dem iPhone gefilmt. Die Aufnahmen dann entsprechend, naja, wir werden sehen. So, wir sind drin und gehen jetzt erstmal zu Fuß zum Lift. Denn wir gehen natürlich in ein Bergwerk und dafür geht's bergab. Ja, dann, Dirk wagt sich mal nach vorne weg. Stoßen wir ihn den Tunnel runter. Mal gucken, wo er landet. Und entweder strahlt Dirk hier die Kälte aus oder es wird schon frisch mit jedem Treppenschritt runter. Wir suchen immer noch den Lift, es geht weiter geradeaus. Wer will, kann ihn mal an der Wand lecken, so wie 400.000 andere das auch machen. Ich glaube, ich verkneife mir das lieber. Aber wenn ihr wollt, dürft ihr gerne mal Zunge raus, dran halten. Ja, das hier war mal ein Transportschacht, der nicht bergab geht, sondern in der Ebene verläuft. Knapp 800, 900 Meter. Wir kommen an eine Tür und haben das Gefühl, als wären wir falsch. Push. Stehen wir am Ausgang. Wir sind einen Großteil zurückgelatscht. Kommen jetzt an die Franz Josef Gallery. Das ist übrigens nicht Franz Josef, das ist Dirk. Hier gibt es auch Salz. Wichtige Ansage, man soll nichts runterwerfen, denn da unten schaffen scheinbar Leute. Und das hier ist die Cave. Schwarz-weiß, ich kann nichts dafür. Da ist wirklich Gefahr. Im nächsten Raum, Trolley Gallery. Hier haben Pferde gearbeitet. Die haben das Ding gedreht und damit wurde dann vermutlich aus der Mine irgendwas rausbefördert. Möglicherweise Salz, denn darum geht es hier ja irgendwie. Das könnt ihr euch dann ungefähr so vorstellen. Da seht ihr die Pferde, die rennen im Kreis und aus dem Minenschacht kommt dann das wertvolle Salz. Also Pferd wollte man da, glaube ich, lieber nicht sein. Und hier steht auch noch ein blinkender, rostender Wagen auf Schienen. Da seht ihr die Umlenkrollen. Hier ging das Seil runter in den Schacht tief rein. Hinterm Schacht sieht es dann so aus. Da geht auch noch eine Treppe runter. Da wollen wir nicht rein. One way only.
Jetzt ist es soweit. Guck mal, großes Schild. Hast du eben übersehen? Lift. Ja, ich dachte, du machst hier die Koordination. Lift bedeutet hier Holztreppe. Bisschen über Holz die Treppe runter. Und dann sehen wir schon unten die Halle. Da haben wir ihn gefunden, den Lift. Es geht ja, ein bisschen bergab. Wer nicht gerne Lift fährt, kann auch laufen. Nämlich da hinten am Hallenende. Und ey, guckt euch mal das an. Da flippt schon aus. Das ist ja der Burner. Wir sind runtergeschwebt im Aufzug und also die Höhle an sich ist schon sehr geil, imposant und eindrücklich, die Höhe und Größe. Was sie daraus gemacht haben, darüber kann man jetzt streiten, ne? So ein kleiner Vergnügungspark fast. Bänke zum Hinsetzen, eine Kasse gibt's noch, wahrscheinlich kostet das hier alle noch extra, vermute ich. Die Minigolfanlage, ja, überschaubar und nicht das, was man überirdisch manchmal findet. Und wer keine Lust auf Billard hat, der kann hier entweder auf den Kinderspielplatz oder vielleicht dann doch mit dem Riesenrad eine Runde drehen. Ja, Salzmine, ne? Kann man machen. Oder vielleicht doch eine Runde Tischtennis unter Tage. Immerhin angenehm kühl hier. Und möglicherweise waren die Römer hier auch schon. Es gibt ein Amphitheater. Was es irgendwie nicht gibt, sind Informationen zu dem Bergwerk. Fühlt sich eher an wie ein Funpark. Man kann hier übrigens auch Salzstücke, Salzlampen kaufen. Eine Salzlampe, 95 Lei oder Salzklumpen oder alles, was halt irgendwie so mit Salz, ne, und so zu tun hat. Das Witzige ist, zweigestöckige Höhle. Es geht noch weiter runter. Denn wir hatten ja gerade eben schon von ganz oben geguckt und Wasser gesehen und Boote und einen Hafen, nämlich das da unten. Da fährt auch noch ein Aufzug hin. Wir sind ganz unten angekommen. Hier gibt es nur noch Wasser und Boote. Holzbrück, der Blick nach oben ist praktisch sehr geil. Und hier eine gespannte Bogenbrücke aus Holz auf eine künstliche Insel. Und unter uns paddeln die Leute im Wasser. Also in Booten auf dem Wasser. Es ist eine feuchte Geschichte hier, denn es tropft runter. Alles ist irgendwie mit einer leichten Salzschicht überzogen. Warum sie hier nicht Pommes anbieten, ist mir ein Rätsel. Die bräuchten sie nicht mal salzen. Ja, mit dem Wasser hier unten, ne, sparen sie sich natürlich das Abpumpen aus dem Bergwerk des Wassers. Das sammeln sie hier einfach und irgendwann steigt es uns bis zum Hals und flutet alles. Oder so. Und das meine ich, hier ist alles mit einer Salzkruste überzogen. Ist wie die Hölle, hier friert es nie ein. Ja, sie haben sich hier Mühe gegeben, das attraktiv zu machen, aber eben für mich ein bisschen zu viel Volksfest. Mir fehlt hier so ein wenig der Respekt gegenüber den Bergmännern und Frauen, die hier geschuftet haben, vermutlich ums Leben gekommen sind. Und ja, jetzt ist hier Volksfest, ist irgendwie seltsam. Aber sie müssen natürlich Leute anziehen und das geht mit Volksfest besser als mit Historie, Geschichte und Infotafeln. Eintritt in die Höhle war 50 Lei und alles kostet extra. 20 Minuten paddeln, 30 Lei. Wir sind wieder oben und der kleine Dirk möchte bitte von seinem Mülleimer abgeholt werden. Auf, hau mal ab. Ist enough, oder? Ich habe es wieder hochgeschafft und kann euch sagen, mit Sunrise-Netz habe ich hier vollen 4G-Ausschlag. Ich könnte hier Videos hochladen, wenn ich wollte. Bombennetz hier drin. Dirk, komischerweise, hat keinerlei Netz. Puh, ja, sind wir wieder am Tageslicht. Vorbei mit kühl und frisch und angenehm. Wir stehen wieder bei 30 Grad in der Sonne. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich gehe hier mit gemischten Gefühlen weg. Unterm Strich Fazit, kann man machen, muss man aber nicht. Es ist beeindruckend, die Halle, das viele Salz, was sie daraus gemacht haben, das Volksfest, ich habe es unten schon gesagt, ist persönlich nicht meins. 50 Lei, 10 Euro, Eintritt, dafür aber moderat. Und seht ihr diese dunklen Wolken? Das sieht nach Regen aus. Und wisst ihr noch, wer ein Dachfenster offen hat? Hier, Master Avanti on Trip Tour. Bist froh, dass es noch nicht regnet?
Ja. Ich habe gerade festgestellt, dass unser nächster Spot 130 Kilometer von hier weg ist. Oh, das ist aber weit. Ja, aber in die Richtung müssen wir eh. Müssen wir. Also ich zumindest. Die Vans stehen hier gut und sicher und jetzt machen wir den Abflug. Also 2,5 Stunden, 130 Kilometer, Mörder, Landstraßengegurke. Gehen wir es an. 10 Lei Parkgebühr übrigens. 2 Stunden waren wir wohl unterwegs, plus minus. Leicht erkämpft, angekommen. Ganz schöne Gurkerei heute, ey. So viele Kilometer Landstraße, so viele Kurven, unfassbar. Ja, bin ich doch hier vorhin auf der Dinettbank eingepennt. Füße auf der Küchenzeile, Alter, komplett weg kurz. Jetzt gearbeitet und es ist ja manchmal schon verrückt, ne? Wie von Geisterhand steht hier plötzlich ein Grill mit Würstli drauf. Es ist verrückt. Keine Ahnung, wie das immer passiert. Ich glaube nicht, dass Dirk damit was zu tun hat. Nein, natürlich nicht. Never. Warum auch? Wird er nie machen. Aber es ist toll. Und ich mache jetzt mal einen Topf aufs Feuer und den Rest von gestern warm. Ja, zum dritten Mal aufgewärmt. Heute ist es perfekt. Sieht es bei Dirk aus? Fertig? Natürlich. Oh ja, super. Die sehen ja toll aus. Lieben Hast Grill. Du super gemacht. Ja. Respekt, ganz toll. Wir sind stolz auf dich. Ja. Super geil. Und guckt euch mal die schöne Aussicht an hier. Ja. Ah, herrlich. Die Schweiz kann das, ne? Ja, komisch. Wir sind nie nach Rumänien gefahren. Wir waren eigentlich fast die ganze Zeit in der Schweiz. Ein Festmahl heute. Verteilte Rollen. Einer sitzt mit Füßen hoch und ich mache hier Kaffee. Mit meinem kleinen Wasserkocher oder EcoFlow. Zum Glück kann das keine Tradition mehr werden. Denn die Tage sind gezählt. Ja, einen haben wir noch, aber das reicht nicht, um eine Tradition draus zu machen. Ja. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Mm-mm. Morgens und abends geht hier die Sonne auf. Wir sitzen hier tatsächlich heute nochmal im gleißenden Sonnenlicht. Das kommt überraschend. Aber ist willkommen. Was hast du da in deinem Glas? Tee. Ah, wir sind jetzt unter die Teetrinker gegangen. Die Sonne weg. Eine Wolke schiebt sich vor den restlichen Nachbrenner. Wir haben es ruhig, bis auf die Schüsse, die hier irgendwie in der näheren Umgebung immer mal... Das war jetzt aber mal ein fetter Zufall, habt ihr gehört, oder? Irgendeiner ballert hier durch die Gegend. Zum Glück nicht in unsere Richtung. Dennoch ist es irgendwie leicht seltsam. Keiner mehr da. Die Bande liegt hinten. Friedrich wartet, glaube ich, dass er weiter befördert wird. Da muss er aber noch einen Moment warten, denn hier werden jetzt erstmal die Zähne geschrubbt. Ohne Zähne schrubben geht's hier nämlich nie ins Bett. Zähne geschrubbt. Jetzt geht's nach hinten in das schöne Querbett, wo wir immer sehr gut schlafen. Kurze Info noch zur Biotoy, die habe ich ja hier ohne Abluft laufen. Funktioniert hervorragend, stinkt nicht, nimmt alles auf, was man reintut und macht einen guten Job. Und auch der Holzsitz, auf dem ich ja sitze, der eigentlich Gras ist, weil es Bambusoberfläche ist, macht weiterhin sehr viel Spaß, ist bequem. Also für Klo und Sitz absolute Empfehlung und jetzt penne. Oder Friedrich, was meinst du? Geh mal schlafen.
Ja, ist auch müde, ne? Also, wir sagen gute Nacht für heute. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert gerne unseren Kanal. Vielen Dank fürs Amazon-Partnerlink verwenden und den PayPal-Support. Freut uns immer riesig. Und den hier. Dem los hat er zu viel Whisky gehabt. Und den hier auf jeden Fall auch. Und alle anderen auch. So, und jetzt gute Nacht. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.